Hallo meine lieben Kinderchen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Wir spielen The Bus. Und hier sehen wir, dass der Early Access Hinweis. Danke, dass du am Early Access für The Bus teilnimmst. Das Spiel befindet sich immer noch in der Alpha-Version. Bitte sei dir bewusst, dass dieses Spiel noch nicht final fertiggestellt ist. Daher gilt, es werden limitierte Inhalte und Features angeboten. Das Spiel kann zum Teil ernste Performance-Probleme haben. Ernste Performance-Probleme, das ist schon hart, ne? Es kann häufig abstürzen oder nicht starten. Ist ja wie bei Bus-Simulator, ne? Also da haben wir auch immer Spackungen. Du kannst deine Safe-Games und deinen Fortschritt verlieren, okay? Das Spiel wird regelmäßige Updates erhalten, die das Spielerlebnis verändern können. Es wird Bugs geben. Viele Bugs. Ernsthaft, es wird wirklich viele, viele Bugs im Spiel. Das Bus-Simulator? Sollte dir etwas auffallen, hilf uns bitte, indem du Probleme bei Steam oder direkt in unserem Entwicklerforum auf tmlstudios.de Forum reportest. Wenn du mit dem obenstehenden einverstanden bist, fahre bitte fort und unterstütze uns dabei, großartige Spielerlebnisse zu entwickeln. Das machen wir gerne. Leute, ihr wisst es, die uns länger folgen, ich bin tatsächlich im richtigen Leben Busfahrer. So, nun dürfen wir uns aber tatsächlich mit Scania, nicht Deutsche Bahn, aber trotzdem in Deutschland, durch Berlin jagen. Da bin ich mal es geht hier noch nicht sehr viel. Editoren? Achso, man kann Routen editieren. Editieren, Grafik. Können wir das nicht automatisch machen? Rahmenloses Vollbild. Ein Gamma-Kontrast. Ja. Qualitätsauflösung. Scheint wahrscheinlich, irgendwie macht er automatisch das. Bin mal gespannt. So, zurück. Grafik, Audio. Erstmal, dass die Musik so ein bisschen leiser ist. Das ist, glaube ich, schon mal genial, weil diese Musik ist einfach der heftigste Shit überhaupt. Welche Musik? Anwenden. So. Spiel. Ja. Kein Tutorial. Wir hauen das einfach mal so durch. Ich denke mal, ich als Busfahrer sollte das ja wohl locker hinbekommen. Karte. Berlin, Deutschland. Ist es möglich, dass noch mehr Städte... Dass noch mehr Städte nachher nochmal rauskommen? Das wäre natürlich mördermäßig geil. Freies Spiel, wir fangen direkt mal an. Ja, Scania, Fahrzeuge. Gibt es nachher neue Fahrzeuge? Realistische Steuerung. Automatische Klimaanlage an. Kommen wir nicht dagegen. So, Fahrzeug. Ja, es wird, guck mal, und jetzt hier Karte. Ich denke mal, das wird nicht nur Berlin sein, das wird nachher auch vielleicht etwas anderes sein. Wetter. Dynamisch. Oh, es wechselt sich also ab. Nö, finde ich gut. Finde ich klasse. So, starten wir mal die Geschichte. Oh, es ist der neue Berliner. Ich kenne mich in Berlin übrigens nicht aus. Das letzte Mal war ich in Berlin tatsächlich im Juni, glaube ich. Tatsächlich auch mit Bus unterwegs. Aber ich kenne mich da nicht aus. Also erwartet das nicht von mir, Leute. Okay, wir haben nachts. Wir fahren mit Scania und dann werden wir gucken. Wir können hier rumlaufen. Wir fahren mit einem 12 Meter Solowagen. So. Die Grafik ist schon mal sehr, sehr beeindruckend, abgesehen von dieser Frau mit dem Bart. Aber ich denke mal, das wird sich wohl wahrscheinlich irgendwie nochmal, ja, zutun. Okay, es ruckelt ein bisschen. Aber hübsch ist er. Lass uns den Bus mal starten. Oh, so laut. Oh, puh, die Poren. Sie erinnert mich an so eine Hühnerhaut. So. C, hinsetzen, C. So, dann wollen wir uns mal hinsetzen. Lass uns doch erstmal kurz die Zündung anschmeißen. Kann ich anzoomen? Die Zündung starten mit I. Alles klar. Start the board computer, enter the number. Okay. Oh, ein Atron. Ein Atron. Nein. Okay, wie mache ich das jetzt genau? Bitte drückt den Startknopf. Ich hab keine. Wie? Okay. Nein, ey. Das ist tatsächlich einer unserer. Die Drucker, die wir tatsächlich im Real Life haben. Ebenso die Kasse kommt dem sehr, sehr nah. Abgesehen davon. Ja, doch, ziemlich nah. Abgesehen davon, dass wir hier nicht viermal rausgeben können an 2 Euro Stücken, sondern nur. Dreimal, also sprich 6 Euro, wenn man einmal draufklickt, hier ist ein Nothammer.
Was ist passiert? Ich habe geblinkt. Warum blinken wir? Notknopf. Ja, warum blinken wir? Ah, alles klar. Das ist das. Links U und E sind das. Hiermit lenken wir. Die fahren wir schon zurück, denke ich mal. Das ist die typische... Okay, aber wie mache ich das mit dem Computer jetzt hier, mit dem Drucker? Hier kann ich nämlich nicht ran. Oh, ich habe die Zündung ausgemacht. Alles klar. Bitte drücken den Knopf. Bitte drücken den Knopf. Dieser Knopf ist Start. Ziemlich selbsterklärend, ne? Okay, wie machen wir mal das schon mal Licht, ne? Yay. Okay, wie steige ich aus? Nein. Wie bin ich überhaupt eingestiegen? Achso, C, ne? Genau, lass mal gucken, wie der Bus so von außen aussieht, ne? Wow, ich kann auf einmal nicht mehr lenken. Hä? Kann mich nicht umdrehen. Warum kann ich mich nicht umdrehen? Okay, ich gehe mal davon aus, dieses Spiel hat echt so ein paar Probleme. Noch wahrscheinlich. Noch. Ah! Man muss mit den... Ah, alles klar. Man muss mit der Dings gedrückt haben. Ich habe doch gerade Licht angemacht. Doch, das sieht ziemlich hell aus. Ich dachte, ich krieg mal ein bisschen mehr vom Bus zu sehen hier. Okay, C. Entsetzen. So, erzähl mal. Wow. Auf einmal kann ich mich hier gar nicht mehr bewegen. Ah, was macht denn der da? Was? Hä? Auf jeden Fall kann ich die jetzt nicht. Ja. Alles klar. Irgendwie. Jetzt können wir uns mit linker Maustaste noch bewegen. Und jetzt können wir es gar. Hä, das ist aber merkwürdig. Also wirklich, ehrlich. So. Ich komm. Zündung an. Zündung aus. Also irgendwie haut das hier noch nicht. Aha, Start. Ah, so funktioniert das. Alles klar. So, Tournummer. 1, 7, 8, 6, 2. Es ist so irre. Das ist genau tatsächlich auch diese das Overlay von diese Maske von diesem Ding. Einfach mega. So. Ja, Enter halt, ne? Okay. So. A, B, C, D, E, F, G. Okay. Also immer rechte Maustaste drücken und dann, ja. Mach ich die Tür jetzt nochmal auf? Motor starten. Okay, aber ich wollte ganz gerne die Leute hier gerne reinlassen. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Ah, Moment, ich bin auf dem Holzkopf. Warte mal eben. Das kriegen wir bestimmt hin, indem wir hier die Tür öffnen. Das war die hintere Tür. Moin! Ja, steigen Sie rein. Keiner will zahlen, alles klar. Kein Problem, das kennen wir ja. Muss ich denn hier wie bei Sebastian sehe ich auch eine Fahrkarte bekommen? So, Handbremse. Boah, das ist duster hier, Himmel. Hör mal. Beleuchtung für Innenraum einschalten hinten. Ja, alles klar. Man sieht so nichts. Ah! Vorne. Ah, warte mal. Beleuchtung im Innenraum einschalten. Vorne? Okay, jetzt ist es in den Dunkeln, jetzt ist es in den Hellen. Das ist schon mal gut. So, einschalten hinten. Okay, wo ist denn... Fahrerlicht ausschalten. Fahrerlicht einschalten. Alles klar. Falls du sagst so Leute, hey, der Tomschi, der sagt doch, er ist Busfahrer, ne? Aber kann er das nicht? Kann ich euch sagen, Freunde? Wir fahren keine Scanias, wir fahren MANs. Schalte die Beleuchtung der Bushaltestelle ein. Okay. Rückseite, da was es nicht alles für ein Shit gibt, ne? Stärke der Klimaanlage. Intensität der Klimaanlage. Nicht übel. So, was haben wir hier noch? Die Kamera.
Wo ist der Kameramonitor? Oh, habe ich ausgeschaltet? Das ist unser Rückspiegel. Kameramonitor wäre ja dann da oben. Irgendwie geht das nicht. Warte. Okay. Was man hier nicht alles machen kann. Okay, wir haben auf die geschaltet. Ich glaube, wir sollten mal gucken, dass wir jetzt langsam mal zur Potte kommen. Setz den Gang in neutraler Position. Warum? Ich muss doch mit D losfahren. Zündung starten. I. Halte. Ich dachte, das wäre jetzt ein E-Motor. Deswegen. So. Und ab geht die muntere Fahrt. Da bin ich mal gespannt. Ganz schön holperig und polperig, ne? Wo sind denn die Spiegel angezeigt? Was holt denn das ganze Ding denn so? Meine Fresse. Kopfsteinpflaster oder was ist das hier? Kann ich hupen? Wahrscheinlich. Der Kopf. Wir müssen geradeaus weiterfahren. Wie kann man denn zur Außenansicht wechseln? Klimaanlage einschalten, G. So, hier ist eine Bushaltestelle, müssen wir ranfahren. Außerdem ist die Ampel eh rot. Hey! Wow. Okay. Wow, ich fahre auf der rechten Seite schneller als die PKWs auf der linken Seite. Okay, eingeordnet. Wie schon gesagt, ich bin ja nicht so ganz der Berliner Mensch, ne? Also von daher. Aber man wird ja auf die Straße gucken können, auf die Verkehrszeichen. Aber man muss den Ball sich dran gewinnen, ans Navi, blablabla. Alles ausreden, Tomchi, alles ausreden. Aber so gesehen finde ich das Spiel echt geil, ja. Oh, ich war gerade auf die. Das ist eine Fahrtspur, alles klar. Aber ganz im Ernst, ich möchte mal was sagen, ne? So laut ist es im Bus normalerweise nicht. Aber wahrscheinlich ändern die das mal. Okay, mal geradeaus, wir haben Vorfahrt. Hey, wir haben Vorfahrt. Hey, wir haben Vorfahrt. Hey! Was war denn los da? Verkehrsraudis in Berlin hier. Holzweg. Steht denn auch drauf, wo die Haltestellen sind auf dem Navi? Oder muss ich, dasselbe herausfinden? Ich fahre jetzt hier 20 Haltestellen vorbei. Oh, hier, guck mal! Tankstelle, wow, das sieht aber ziemlich nice aus hier, ne? Wow. Ah, Tankstelle. Boah, steht ein Auto auf dem Links. Haben wir hier mehrere Türen? Ja, tatsächlich. Aber oh, der ist laut, Alter. Der ist laut. Das sieht schon mördergeil aus, ne? Ich finde, das sieht geil aus.
Komm, mach mal die Tür jetzt hoch. Warum gucken hier überall? Normalerweise hast du auch hier eine Haltestellenleuchte, wenn dich jemand anblinkt, jemand raus möchte, glaube ich. Ja? Also das gibt es eigentlich bei jedem Bus. Ich denke, bei den Scanias wird es auch geben. Ich glaube, das war wohl das Signal, dass einer aussteigen möchte. Da haben wir die. Ach, guck mal! Das wird so angeleuchtet. Das ist ja geil. Hä? Hallo, ich hatte Vorfahrt. Achso, ich muss. Es geht nicht so einfach. Man muss. So. So. Ich glaube, ich stau hier irgendwelche Leute zusammen. Kann das sein? Meine Güte. Naja, mit Schmutz ist ja zu rechnen. Jetzt haben wir hier so eine beleuchtete Haltestelle. Da würden wir schon ganz gerne mal... Fahrgäste steigen aus. Steigen auch wieder weg ein? Nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht ich wäre auch geflüchtet. Lass mal das kurz raus. Geht. Also ich find's geil. Ich find's echt mördergeil. Aber es ist laut, ne? Können wir das mal ein bisschen leiser stellen? Oh, muss ich nicht mehr so rumschreien. Optionen. Audio. Gesamtlautstärke. Ich glaube, das wäre schon mal sehr angenehm, wenn das ein bisschen leiser wäre. So machen wir mal so auf 65 oder was, ne? So. Umgebung. Ja, das ist, glaube ich, schon in Ordnung. So, anwenden. Zurück. Ja, noch immer noch ziemlich laut, aber... Man sieht, dass es so ein bisschen ein paar grafische Probleme hat, hier dieses Hochflackern und so, ne? Aber so im Allgemeinen sieht es echt mega geil aus. So. Und Drag, wie finden Sie das Spiel so? Ja, holst du gleich direkt das Milchhirn raus. Du musst da schon mal auf dein Display gucken, wenn du mit deinem Handy spielst. Alter, bist du ganz schön klein, ne? Oder ich bin gigantisch groß. Wie groß sind sie denn? 1,60 Meter, weiß ich. Na gut. Mokwima da Toto. Ey! Ja, nun fahr denn auch. LKW-Fahrer, du, hör mal. Die Sache kommt auch noch dazu, dass wir Bus-Simulator tatsächlich auf der PlayStation spielen, sprich mit Controller. Bom, bom, bom. Und, hier mit der Tastatur spiele ich hier gerade tatsächlich. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig da tatsächlich. Da muss man natürlich auch diesen Umfeld sich mal erstmal angewöhnen. Wir lernen immer, gibt es eine Haltestelle, dann gibt es auf der gegengesetzten Seite wie hier auch eine Haltestelle. Hm? Das weiß aber jedes Kind, glaube ich, ne? Sachen, die jedes Kind so weiß. Also ich muss sagen, es fährt sich trotzdem sehr gut mit dem PC hier tatsächlich, mit der Tastatur. Wie gesagt, man muss sich eben halt noch an diese Sachen, an gewisse Dinge einfach gewöhnen. Oh, Rechtsfahrgebot in Deutschland für große Fahrzeuge. Beispiel kommen mir hier die Spuren sehr schmal vor. Das ist nicht unsere Haltestelle, oder? Wollen wir anhalten? Nee, da ist keiner, der raus möchte oder rein möchte. Oh, ich blink schon die ganze Zeit.
Aber erstmal geil, sowieso mit Bushaltestellen links hier. Aber richtig, da ist die Haltestelle. Ja, sehr gut. Mit Busspuren und so hat alles. Finde ich cool. Mal komm, zack mir vor. So. Oh, Polizei. Hi. So, schönen guten Tag. Wollen Sie... Soll ich eigentlich... Muss ich eigentlich kontrollieren? Wollen wir es mal ausprobieren, ob wir kontrollieren können? Moin. Der Herr... Ja! Alter, ich hätte das gruselig gefunden, hätte der Kopf zu 360 Grad gedreht, Alter. Meine Güte. Ja. Nett. Netter Typ. Moin. Kann man euch kontrollieren? Nee, hier gibt's nichts dazu, ne? Moin. Das heißt, dann machen wir an Bushaltestellen auch, glaube ich, nur die vordere Tür auf. Dann. Ja, so machen wir das. Damit wir hier keine Schwarzfahrer reinlassen. Auch wieder mal ohne Blinker, ne? Ah, kein Problem. Oh, jetzt bin ich so weit dran gefahren, jetzt kann ich die Ampel nicht mehr sehen. Ja, grün. Alter, der LKW ist aber... Der LKW-Fahrer ist auch radikal hier. Scheiß auf Vorfahrt. Busfahrer sind sowieso alles Arschlöcher. Deswegen brauchen die erstmal keine Vorfahrt. Aus Prinzip ja schon, nicht? Weil sie ja... Weil sie einfach Arschlöcher sind. Guck mal hier. Da steht jemand auf... Oh, Polizei. Wir benehmen uns mal ein bisschen, ne? Oh, guck mal hier. Aral. Eine Analtankstelle. Schön. Turmstraße, Beusselstraße. Fahrschule, Taxischule. Nicht schlecht. Ich gehe mal davon aus, die gibt es hier wirklich dann in Berlin, wa? Wer kennt sich da aus? Tele. Guck mal hier, das ist fake. Es gibt keine Telefonzellen mehr. Vagor. Ich glaube, dafür hatten sie dann wohl keine Lizenzen gekriegt. Für Aral ja, aber für Automaten dann wohl weniger, wa? Schon geil, ne? Wenn man hier so nachts... Bist du irre? Alter. Warum bremst denn der? Das war knapp. Ich glaube, der Vagor soll ein Volvo sein, wa? Ja, schön. Hier, VW. Ah. Das ist, oh, guck mal, Rewe. Hier gibt es Rewe. Ob diese Graffiti-Dinger auch... Oh, guck mal hier, ein T-Jäger, ein T-Fighter. Bibiu, bibiu. Das ist geil, das feiere ich. Star Wars in the Bus. Okay. Das ist sogar noch First Order T-Jäger, wa? Eine alte Litfaßsäule, die hat auch schon bessere Tage erlebt. Guck mal, hupen, geht das? Geht nicht. Hupe kaputt. Ah, was ist denn das? Was? Was ist das denn? Warum? Mein Navi hat doch gesagt, ich soll hier links. Ach, guck mal, da kommt ein Auto. Ja, vielleicht... Man muss nicht damit rechnen, dass man... Ey, mein Navi hat doch gesagt, ich soll hier links, oder? Mach aber mal so. Ein Weiser passt, wir haben eine Rückfahrkamera. So.
Das verstehe ich jetzt aber über. Ach, guck mal, da ist der Verdian. Ja gut, das hat wohl nicht so ganz hingehauen vom Spieler, ne? Es ist ein Early Access Spiel, da soll man sich natürlich nicht dran aufhängen über so etwas. Aber war schon merkwürdig gerade eben, ne? Na, wie gesagt, es geht da längs und es geht einfach noch gar nicht da längs. Moin, hallo! Witzig einfach, ne? So, wenn einfach solche Werkzeuge rangemacht, so von wegen, Junge, das Spiel ist hier noch nicht durch, das Spiel ist noch nicht fertig. Ach, wie schön, aber schön. Ja, ja, schön. Argo Bank. Meine Fresse. Aber das feiere ich ja jetzt enorm. Ob die das dürfen? Haben die da Urheberrecht-Dings dafür? Urheberrechte dafür? Dass die hier überall diese Dinge ranmachen dürfen? Oder sind die durch Berlin gefahren, die Macher, und haben gesagt, ja, ich frage mal überall nach, wir machen ein neues Spiel. Und da kommt ihre Bank, ist denn da zu sehen und dürfen sie denn namentlich da erwähnen. Und die sagen so, ja, kein Problem. Nur wenn wir die Hälfte ihrer Einnahmen kriegen. Ja, das machen wir, klar. Das ist eine Fahrradspur, Tomji. Ja, kein Problem, Bus braucht viel Platz. Dann wird auch mal eben auf eine Fahrradspur gefahren. Kann man denn eigentlich, das würde ich gleich gerne noch mal wissen, ob man in die Third-Person-Ansicht kommt? U-Bahnhof Turmstraße. Turmstraße. Alles klar. Ja, reicht doch, war doch gut. Haltestellmäßig. Guck mal hier mit so Flip-Flop-Lack. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, sollen wir mal ganz kurz gucken? So, warte mal. Was ist, ob wir das vielleicht mal. Gameplay, Steuerung. Ob wir da mal so ein. Dialoge? Was sind das? Mehr oder weniger? Achso, kann ich hinzufügen denn? Oder was? Dialoge? Chat und Window, also Chat-Window, Radio. Okay, Radio kann ich auch. Fotomodus. Wie mache ich denn Fotomodus? Fotomodus, Position 1. Hä? Mehr oder weniger. Noch mal mehr. Taste hinzufügen. 1. Nicht? 2? 1, 2, 3? Nix. Irgendwie geht hier nichts vor. Taste hinzufügen. Ah, drücke eine Taste und ba. 1. Was? Mehrfach bitte. Dann brechen wir mal ab. Warte mal. So, warte. Dann machen wir es so. 2. So, dann denken wir uns mal eine Fantasietaste aus. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob die Aufnahme noch geht. Nicht, dass ich jetzt kotzen kriege nachher. Oh, warte mal. Ab. Ba. So. Oh. Ja, läuft noch, ne? Die Aufnahme. Oh, Gott sei Dank. Ich habe gerade so auf ein Numpad gerade rumgedrückt und dachte so, oh. Weil da ist nämlich meine Tastenbelegung drin für. Drücke eine beliebige Taste. Also, so wie ich das sehe, ist jede Taste, die ich eigentlich drücken möchte, tatsächlich hier dafür belegt, wa? Machen wir ein P für. Okay. Ja, sehr gut. Okay. Anwenden. Zurück zum Spiel. Also, zurück. Zurück. So, und jetzt habe ich was? Jetzt habe ich die Tasten nennt. Was war denn das nochmal? Oh. Ach so. P für Foto, habe ich doch gerade gesagt, ne, oder? Die für Foto, Leute. Für Foto! Oh, ja. Ja, war noch grün, Digga. War noch grün. Oh ne, wir müssen hier nichts abnehmen.
schon Engelstraße in Berlin, muss ich ja mal so sagen, ne? Das muss ich ja mal so sagen. Okay. Müssen wir hier schon rechts wieder ran? Ja, klar. Blinker, Blinker, Blinker. Ach so, okay. Ich dachte, ich krieg dann, warte. Bus. Ne, Bild aufnehmen, Bild aufnehmen. Ach, schade. Passagiere fühlen sich wohl bei mir. So, und weiter jetzt. Das war aber nicht meine Haltestelle auf der Seite, oder? Weil, wie soll ich denn da rankommen? Weil, was ist denn das? Kann ich mir jetzt aussuchen, wo ich links fahre? Wir fahren links. Nee, stopp, wir fahren geradeaus und dann machen wir wahrscheinlich eine Schleife nachher gleich. Oh, hier der. Oh. Ich kann mir wohl offensichtlich nicht aussuchen, wo wir links fahren. Es ist schon anstrengend tatsächlich, dass das eben halt wirklich nur so halbfertig ist. Ich kann nicht auf neutral schalten. Warum jetzt nicht? So, Rückwärtsgang und los geht die muntere Fahrt hier. Natürlich fährt der Rest des ganzen Spiels einfach da längs. Der macht keinen Platz, der LKW, ne? Dienstag, den 1.6.21. Das Spiel ist schon uns in die Zukunft voraus. Warte, bleib du stehen. Zieh dich da. Willst du mich verarschen alle, oder? Der sieht, dass ich hier rückwärts fahre. Und was macht Kollege Autofahrer? Kein Problem, was geht mir das an, ne? Popsi, Popsi. Voll an der Laterne vorbeigekommen. Ob es auch andere Leute haben, diese Probleme mit diesen... nicht fertigen Dingens? Wahrscheinlich, ne? Würde überall dasselbe sein. Steakhouse? Es wird wahrscheinlich eine voll eine lange Aufnahme sein hier jetzt, wa? Ich weiß nicht, wie lange solche Tour funktioniert hier. Mit einem Taxi durch Berlin. Ja, was ist? Ja, was? Oh, wieso geht die Hupe hier nicht? So, denn, so geht das auch. Wieder parkten Autos. Ich falle auf die geparkten Autos rein, ne? Unglaubliche Geschichten spielen sich hier ab. Mein Ohr kribbelt. Er hier mit seinem Tanktop, Alter. Das ist auch der härteste Typ auf der Welt, ey. Krasser Shit. Thank you.
nichts mehr. Oh! Wie ist denn so klärt einfach? Mann, mach das doch. Es ist doch echt eine Fummlerei manchmal hier in diesem Spiel, ne? Komm. Ja, komm. Halt, stopp. Es ist. Hey! Ja, wo soll ich denn jetzt links fahren? Ich kann überall noch gar nicht links fahren, wa? Das ist ein Early Access Game, ne? Das ist eben halt so. Oh, komm schon. Stell dich mir bloß die Frage. Ich muss den Händler wegklatschen, ist mir egal. Aber soll wahrscheinlich jetzt. Ey, ey! Guck mal, Kollege, was läuft bei dir denn verkehrt? Ich weiß nicht. Irgendwie müssen wir ja wohl wieder hier so längs. Ich fahre 61 gerade, Alter. Also schnell sind die ja, ne? Die Scanners. U-Bahnhof Turmstraße. Das hat sie schon mal gesagt. Aber die Turmstraße, ich glaube, da sind wir nie angekommen, wirklich. Guck mal, die Spur, auf einmal ist die Linie rechts von uns weiter. Okay, wir müssen hier wohl rechts abbiegen jetzt gleich. Gut. Ich muss sagen, geil sieht das Spiel aus. Und wie gesagt, es ist nicht noch nicht fertig, ne? Da kann man jetzt irgendwie jetzt sich kein Urteil drüber erlauben, wie das Spiel soweit funktioniert jetzt hier. Nee, Funk. Moin, liebe Leute. Hallo, hallo. Ja, wofür sehe ich denn jetzt toter Winkel mäßig am Starten? Aber ich blinke wahrscheinlich, damit ich niemanden über den Haufen fahre gleich. Mal aussteigen. Ja, da ist mal rumkommen, das ist ja der Hammer. So viele Haltestellen ineinander gibt es auch selten. Also wir wohnen hier in Schleswig, da gibt es nicht so viele auf einmal. So. Deckt sie auch. Oh, bloß lieber raus hier. Ja, was soll man machen? Das Spiel ist hier mal. Ja. Es fehlt noch, dass die Moin sagen, dass die Leute im Allgemeinen sowieso reden. Was ist mit dir? Du willst mitfahren oder nicht? Ja. Steht schon wieder jemand auf meiner Seite. Wir müssen schneller fahren als der Bus gleich. Als der LKW. Schon wieder so schnell, ne? Also die Kiste geht ab wie eine Tüte mit. Das muss man ja mal sagen, ne? Ich werde fertig geguckt, ob es auch Taxi-Simulator gibt. Der Mann mit. Ich bin überrollt gefahren. Upsi, pupsi. Übrigens, vergiss, ich bin nicht weg, ich kein Busfahrer, nein, nein. Wow, ist das Gefängnis hier, oder? Sieht so aus, ja klar, Gefängnis, geil. Nicht schlecht. Hauptbahnhof.
Hauptbahnhof? Diese erfundene Zeichen hier, ne? Diese Autozeichen, weil die nicht die Marken gekauft haben, ne? Vom VW jetzt hier. Oh, meine Krawatte ist ganz schief. Und ist einfach. Oh, wir müssen abbiegen. Nein. Ah, kein Problem. Wir haben uns so viel Platz gemacht, dass keiner vorbeikam. Uhrzeit ist gerade 16 nach 12 in der Nacht. Ey, nee. Ich blinke hier links, das weiß er schon, ne? Ja, alles klar, weiß er schon. Gefahr. Sag mir jetzt nicht, das waren beide Spuren, die jetzt als Linksabbieger waren. Oh, wieso bremst der denn? Achso, klar. Guck mal hier noch mit Straßenbahn. Wenn nachher eine Straßenbahn entgegenkommt, wie geil ist das denn? Oder wenn man nachher im Allgemeinen auf eine Straßenbahn irgendwie umswitchen könnte nachher. Ich meine, das gehört ja zum ÖPNV nachher auch mit dazu. Und in Berlin? Ob das nicht zusammengehört? Ich weiß sowieso nicht, was wir... Okay. Ich glaube, BBV ist, glaube ich, in Berlin, oder? Ich weiß es nicht. War das so? BBV? Weiß ich nicht. Sieht aber mega geil aus. Definitiv tausendmal geiler als Bus-Simulator. Und ich muss sagen, die Bugs sind wesentlich nicht so schlimm wie beim Bus-Simulator. Was ist das hier? Das ist der Hauptbahnhof, wa? Den kenne ich nämlich zufällig auch nicht. Meine Fresse. Das sieht geil aus. Haben die richtig gut gemacht hier. Ich kenne nur Bahnhof Zoo tatsächlich. Aber jetzt nicht aus dem Fernsehen tatsächlich auch da. Bei Curry 36 gegessen. War gar nicht mal so lecker. Was mich irritiert, sind jetzt die ganzen Navi-Pfeile-Bumsen da. Aber da vorne ist ja unsere Bushaltestelle. Das können wir ja sehen. Jetzt wird's grün. Grüner wird's nicht. Wollen die Leute aussteigen? Nee, ne? Wir wollen die alle nur einsteigen, ne? Moin. Also ich würde hier gerne mal Tickets verkaufen tatsächlich, aber irgendwie hat kein Interesse dran, Tickets bei mir zu kaufen. Was sind das hier für Rohre? Die habe ich nämlich da nämlich auch gesehen in Berlin. Und ich frage mich die ganze Zeit... Was sind das hier für außenliegende Rohre? Waren das irgendwelche Notleitungen damals oder was? Oder vielleicht Rohrpost oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß das nicht. Die Ampelphasen sind echt lang. Ne? Aber was ich geil finde, ist zum Beispiel schon mal gelbe Stangen. Nicht schon mal gelbe Stangen feiere ich eigentlich. Ja, ach, da war die Ampel. Im Allgemeinen. Finde ich, ja. So, dann mal los.
Invalidenpark. Was? Invalidenpark? Ja, da kommen gleich meine Fahrgäste hin. Da sind sie alle invalid, nachdem sie mit mir gefahren sind. Oh, hier wollen sie tatsächlich auch alle raus. Oh, oh. Aha, hier gibt es also tatsächlich irgendwie eine Haltestelle, die sowohl als auch für sowohl als auch ist. Eine Straßenbahn oder S-Bahn, was weiß ich, was hier durchknattert. Entschuldigen Sie, könnten Sie mal bitte hinten aufmachen? So sind die Fahrgäste in Wirklichkeit. Wenn du 2 Sekunden zu lange wartest, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist natürlich schade hier, ne? Dass das noch nicht so ganz fertig ist bei so etwas dann, ne? Aber hier, das sieht schon mal sehr, sehr geil aus hier mit dem Bäcker hier. Der natürlich noch mitten in der Nacht um 20 nach 12 aufhat. Was ich schade finde, immer so diese ganzen Kurztasten. Oder nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich finde ich das nicht. Leute. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hin sollen. Das geht. Ja. Ich glaube, hier wundert sich keiner. Ich würde nicht schlapplachen, wenn gleich die Polizei hier stehen würde und einfach so nichts tun. Popcorn raus und so. Weißt du, ne? Okay, ich denke mal einfach, dass wir zwecks der Early Access einfach nur durch dem Teil von Berlin, was schon da ist, einfach irgendwie rumfahren dürfen, oder was? Irgendwie, doch mal da. Hä, das Wort uns aber, das Navi stimmt so überhaupt nicht. Robert-Koch-Platz. Was ich jetzt aber auch nicht so schlimm finde. Hallo, guten Tag. Okay. Wow, es sieht cool aus, ne? Jetzt bin ich schon mal in Berlin wieder gewesen. Ne? Ika wollte immer nach Berlin. Da sag ich hier, fahr the Bus und dann bist du in Berlin. Das ist genauso. Charité Campus Mitte. Lidl. Wow. Ja. Ja. Warum? Ist es echt jetzt ein Weg, oder? Ja, aber keiner wundert sich darüber, ne? Geht alles okay. Polizei. Ja, moin. Polizei. Mann, leg doch diesen verkackten Gang rein jetzt hier. Es ist schon mal sehr nett, dass dieser Laternenpfeiler despawnt. Dann kann ich wieder hier durchfahren. Wir wollten tatsächlich auch Leute aussteigen. Ich glaube, die wollen nicht aussteigen. Ich glaube, die wollen flüchten. Steigen Sie aus. Der ist gerade noch mal so aus dem Bus gekommen. Ja, aber das lassen sich ja so viel Zeit, ne? So. Und weiter geht's. Folge der Navigation bis zum nächsten Ziel. Oh, was blinkt da hinten so? Oder was?
Dann Partyzeit! Ich glaube, dass das Spiel ist irgendwie die Aufnahme, beziehungsweise diese Aufnahme ist die reizigere Massenshow von mir. Aber witzig, es ist mega witzig. Ja, ist ein Early Access, ne? Da hat nur Fehler das Spiel, aber jetzt schon besser als Bus-Simulator tatsächlich. Ja. Es ist natürlich noch umständlich, ne, mit der Tastatur zu spielen und so, ne? So ungewohnt einfach. Aber gewöhnt man sich auch dran. Wie viel Polizei hier rumfährt, ist wirklich kein Auto, Berlin. Marschallbrücke. Alter, ob ich mich erschrocken hab? Keiner kauft ja Tickets, ne? Gibt's die Tickets-Verkauffunktion überhaupt schon? Und wer sagt mir, dass es nicht alle Schwarzfahrer sind? Ja, der Navi hat sich jetzt erledigt. ARD! Wir rollen noch. Hallo. S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor. Wow. Brandenburger Tor. Ah, das Curry. Ist das auch Curry 36? Ja, nee, Curry Egg ist das. Ja. Oh, weiter geht's. Ja, wegen. Ah, die Polle hochgefahren, wa? Ja. Boah, was für eine geile Bushaltestelle immer. Abfahrt Brandenburger Tor oder Brandenburger Tor Abfahrt. So schnell wie unterwegs, wa? Unter den Linden Friedrichstraße. Unter die Linden Friedrichstraße. Ja, das sind Linden, da hat er recht. So. Aber leider was sagen. Moin, guten Tag, steigen Sie ein und kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Die Fenster sind gerade frisch geputzt. Damit lassen Sie die Straße von Berlin natürlich besser sehen. Und ja, genießen Sie die Fahrt. Geil, ne? Dass der hinten aussieht, ne?
Staatsoper. Hier möchte jemand aussteigen. Baustelle Berlin, Alter. Hör mal, hör mal, hör mal. Schönen guten Tag. Au! Die Nasenlöcher. Du willst was von mir, wa? Ich will sie haben. Hier steht Anfrage. 24 Stunden Führerschein, Fahrschein, AB. Beantragt. Alles klar, warte mal, das kriegen wir hin. AB möchten wir haben. Einmal, ne? So, inkorrekte Option, warum? Warte mal, warte mal, warte mal. Preis 8,80. 24 Stunden Fahrschein AB. Ein Erwachsener. Da steht's doch drauf, ich höre den Kopf. So, jetzt haben wir es. Bar. So. 10 Euro gibt's. Jetzt muss ich tatsächlich. Also, guck mal, bei Busseln, da steht der Preis drauf, was du zurückgeben musst. Dann gebe ich das Geld dann zurück. Achso, steht hier auch. Alles klar, super. Wow, das hat Spaß gemacht. Fahren wir denn jetzt durch ganz Be- Oh, ich wurde geblitzt. Warum? Hier ist 50 und ich fahre 40. Toll, da wird sich ja wieder mein Chef beschweren. Spandauer Straße, Marienkirche. Marienkirche? Voll geil. Ich finde das total spannend hier in dem Spiel. Ah, kein Problem. So, es gibt hier Fahrgäste, die hier aussteigen. Wieso macht jemand verkehrt? Hallo, schönen guten Tag. Die sehen aber freundlich aus. Mobi, der Bruder von Mobi, der Vater von Mobi, die Mutter von Mobi. Dann so. Und er. Bist du hinten eingestiegen, bist du hinten ausgestiegen, wieder vorne eingestiegen, oder? So. So. Wow, das sieht total geil aus. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie, als wäre das in Berlin. Bahnhof Alexanderplatz, Memhardstraße. Nein. Oh, stopp. Aber wo fahren wir denn jetzt überall längs, ne? Ich würde gerne mal so einen Blick drauf werfen auf den, auf den Fahrplan. Polizei! Nicht auffallen, Tom G, nicht auffallen. Dann fragen Sie mich nach dem Führerschein.
Europcar. Ja, fahrt mal weiter. Tschüss, ihr lieben Polizisten. Polizisten. Ja. Oh oh. Da kann hier jemand zerquetschen. Hallo, ich wollte noch aussteigen. Kommt uns nach, junge Frau. Sind die Kennzeichen erfunden? Ah, ist das... Nee, das Mercedes-Zeichen ist auch nicht echt. Schade, 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 schade. Aber ich wollte das ja machen. Die müssen sich ja die Lizenzen einholen davon. Oh. Von Mercedes, wenn sie Citaro reinbringen wollen oder sowas. Oh, wir haben die Connection zum... Links verpasst. Ne, das ist schade, dass hier die unser Navi wieder aufhört. Oh, oh, oh. Ach, weißt du was? Ob wenn ich jetzt mal, pass auf, ich mach's mal konsequent, ich fahr mal über Rot. Ob die Polizei was sagt? Ne. Finden die in Ordnung. Ich frag mich aber, wo soll's denn links gehen jetzt hier? Navi ist weg. Upsi pupsi. Ich wollte eigentlich... Ja, Kinder, meine Damen und Herren, die Fahrt haben wir als beendet erklären. Oh Mann, ich will mal gerne da. Okay, ich dachte, wir können hier nicht mehr raus, denn wenn das. Ja, die Frage ist immer, wenn das Navi immer verschwindet, wo sollen wir hin? Ne? Das ist natürlich echt immer sehr, sehr anstrengend für dich. Aber ich denke mal, da das Navi weg ist, machen wir hier einen Break mit der Aufnahme. Und wir sehen uns wieder auf einer neuen Tour. Und da probieren wir mal anderes Wetter aus. Da versuchen wir mal tags mal zu fahren. Oder mal bei Gewitter oder Sturm und Schnee und so. Da probieren wir auf jeden Fall mal aus. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Reinschalten. Das liegt daran, dass es eine Early Access Version oder eine Alpha-Version ist. Es ist noch nicht fertig, das Spiel. Also, reingehauen. Ciao mit V, tschö mit Ö und Grützen aufs...